Es ist 5 Uhr morgens. Okay, noch einmal kurz schlummern und dann geht's los. Oh, Freunde der Sonne, Freunde des Regens, Freunde der jeglichen Wetterlage. Hello and welcome to this amazing day. Dieser Zug muss bekommen werden. Reisepass. Check. Internationaler Führerschein. Check. Okay, das wird knapp. Um 44 kommt der Zug und wir sind eigentlich los. Okay, 3 Minuten, das werden wir schaffen. We are at the Berlin Terminal. Wow. Tschüss, hier in einem Film. Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Es startet unser Abenteuer, unser dreiwöchiges Abenteuer. Wir beide krass, zusammen ne? Startet, ja. Crazy. Es gab so viele Höhen, deswegen freue ich mich einfach wieder umso mehr gerade hier zu sein, weil wir das alles geschafft haben. Wir haben Visum, uns geht's gut. Wie geht's dir gut? Ah, da ist unser Dings. Ja, mir geht's Bombe. Alter. 921. Mir geht's Bombe, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Wir haben ein bisschen zu viel Gepäck. Der Koffer wiegt nicht 20 Kilo. Wir haben halt auf dem Hinweg jetzt nur 20 Kilo zusammen und das ist ein bisschen wenig gewesen. Zurück können wir nochmal einen Koffer mehr mitnehmen, also 40 Kilo insgesamt. Der wiegt 23, dein Handgepäck wiegt sogar 12, das darf auch nur 10 wiegen. Aber das ist auch heavy, Digga. Guck mal, wie geil das aussieht. Den haben wir noch beklebt in einem kreativen Prozess. Der sieht jetzt richtig geil aus. Und guck mal, warte. Das ist um 9.30 Uhr ne, und es ist jetzt einfach schon Check-in. Dann lass uns da direkt hin, oder? Ja. Wir müssen zu Terminal 1. Siehst du gestresst aus? Was meinst du? Ich bin nicht gestresst. Guck mal, wo müssen wir hin? Hast du die Flugtickets? Hast du das? Wieso hast du die ganzen anderen Sachen? Oh mein Gott, wir müssen ganz schnell los. Also ich weiß nicht, ob du bereit bist, ne? Aber wir fliegen jetzt erstmal 12 Stunden lang in so einem Billigflieger halt auch. Es wird, glaube ich, nicht so bequem, ehrlich gesagt. Wir haben 4 Stunden geschlafen und ich dachte mir schon so um 1 Uhr nachts, fuck, okay, wir müssen um 5 Uhr aufstehen. Aber Adrian hat eine super gute Theorie. 4 Stunden sind eigentlich gar nicht wenig, weil wenn jetzt überlegt, man müsste irgendwie auf den Zug warten 4 Stunden, wäre das voll lange. Deswegen ist 4 Stunden Schlaf auch viel. Ja, oder 4 Stunden einfach mal liegen und die Augen zusetzen, wenn man nicht schläft, ist doch voll erholsam. Ja. Also 4 Stunden Schlaf, boah. Dann ist das Luxus. Wer kommt ja dann anders, das ne? Das ist heftig. Wir checken jetzt erstmal direkt in. Ich weiß gar nicht, ob man da halt auch direkt so Visum und so zeigen muss. Ich hoffe, ich will das einfach hinter mich bekommen. Ich will einfach, dass sie sagen, ey, viel Spaß, ihr kommt da rein, alles läuft gut. Fertig. 5 Minuten später. Oh mein Gott, es wird richtig geprüft. Oh Mann, warum mache ich mir so Dings? Ich habe Angst. Ich hoffe, dass das jetzt einmal alles klappt. Ich glaube, das ist die Aufregung, die da auch mitspielt einfach. Hast du Dings? Eigentlich Schnupfen? Koffer kann schon ausmachen. Ja. Wir haben ein kleines Fehler auf dem Visum gemacht. Schauen Sie bitte auf die Passportnummer, was steht auf dem Visum. 1, es liegt keine 1. Oh lol, stimmt, ganz am Ende da. Oh, warum haben die das hingeschrieben? Wie sieht das mit Handgepäck? Das Gepäckzug ist zu schwer. Okay. Haben Sie nur ein Handgepäckzug oder 2? 2. Nee, wie eben, den Rucksack auch drauf bitte. So, das ist fast 17 Kilo, ist nicht erlaubt. Okay. Nehmen Sie beide runter. Das ist auch nicht schwer. Sie müssen dann einchecken und bezahlen. Okay. Ich denke 130 oder 132 Dollar. So. Okay. Wir sind so doof, ne? Wirklich. Nicht doof, Digga. Ich finde uns chillig, ich finde uns schlau, ne? Wieso findest du uns schlau? Wir müssen 130 Euro jetzt bezahlen. Ja, aber wir sind trotzdem schlau. Sowas passiert halt mal, ne? Was willst du denn machen? Willst du jetzt, keine Ahnung, nicht fliegen, ne? Willst du jetzt so mit 17 Kilo weniger reisen oder was? Was ist das denn? Ja. Grenzen sind nicht für uns. Wir sprengen die jeden Tag aufs Neue. Wir jetzt sprengen die Grenzen und wir sind einfach die System-Dribbler. Wir dribbeln gar nicht. Wir müssen jetzt einfach richtig viel Geld bezahlen. Egal. Aber wieso haben wir 17 Kilo zu viel? Wieso hat dein Handgepäck 17 Kilo? Hatten. Was hast du alles dabei? Ach stimmt, ich habe ja auch Geburtstag. Ach ja, die Ziegelsteine. Das wird das Fundament, Grundsteine für meine neue Existenz in Australien. Oh mein Gott. Ich glaube, wir hätten davon so mindestens 100 Döner fast kaufen können. Es kommt, wie es kommt. Und wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Und wenn es kommt, dann kommt es. Und danach wird das sehr teuer. Das weiß ich noch gar nicht. Ach so. Das sind 151 Euro. Okay. Krass. 151 Euro. Das hier ist für dich, das ist wichtig. Danke. Hätten wir auch noch einen richtigen Koffer mitnehmen können mit 20 Euro. Shit, ne? Die sind so doof. Die erste Hürde sind überwunden. Okay, ich glaube, wir können da jetzt einfach direkt durch.
Okay, wir haben es geschafft. Wir haben unsere Flugtickets. Das bedeutet, jetzt steht nicht. Obwohl, jetzt müssen wir noch durch die Sicherheitskontrolle. Weißt du, das habe ich schon echt oft gemacht damals, als ich bei Dings Edeka an der Kasse war. Den ganzen Tag die. Ich habe auch mal Dings an der Kasse gescannt. Für zwei Stunden. Das ist die witzigste Geschichte ever. Wo, was, wie? Real, und ich glaube, das hat mein guter Riesenbeitrag dazu geleistet, dass Real jetzt bei uns zugemacht hat. Guck mal, da hinten ist Marge. Die versteckt sich hinter diesem Putzwagen. Ey, wir haben einfach kein Nackenkissen und wir gucken schon die ganze Zeit, wen wir hier, ne? Eigentlich, die haben zwei, ganz ehrlich, die können wir eins entbehren. End Berlin. 7.51 Uhr, we did it, wir sind durch die Sicherheitskontrolle. Wie nein. Ich fühle mich bei dir echt auch sicher. Du bist so ein Typ, so gibst also ein Sicherheitsgefühl. Ein Gefühl von... Das ist ja echt Liebnetz, ne? Ich weiß gar nicht, was sagen soll. Wir holen uns erstmal ein Porridge. Ich finde, der hört sich auch geil an, dieser mit Honignuss, Banane, Ahornsirup, Blaubeeren. Ich möchte aber noch Mango. Oh mein Gott, es gibt so geile Sachen. Okay, wir decken uns ein. Wir müssen auf jeden Fall auch gleich noch auf Foodshopping gehen, damit okay, wir diese... Der hört sich auch geil an, ne? Okay. Danke. Oh mein Gott, das ist das coolste Tippdose, die ich je gesehen habe. Oh mein Gott. Ja, das wäre gut. Dankeschön. Ah, danke. Setzen Sie sich. Machen Sie sich bequem hier. Es ist so heiß, ich schwitze richtig. Guck mal, ich weiß nicht, siehst du das? Dass da so eine Wasserschicht drauf ist? Das ist durch meine Jacke durch. Nein. Ich schwöre auf alles. Ich schwitze einfach jedes Mal so heftig. Cool. Ich bin schon begeistert sogar gerade allein von diesen Dingern hier, weil die so cool aussehen, weißt du? Um 9 Uhr bohren wir, also in einer Stunde gehen wir an the boarding. Kurze Zwischenbilanz. Wir haben jetzt schon 180 Euro. Ausgegeben und es ist erst 8 Uhr morgens. Also, hey. Alles Gute. Hey. Das ist jetzt so wirklich Acai-Dings. Wir haben es gerade noch gesagt. Boah, geil. Geil ist das, oder? Das schmeckt so ein bisschen nach Wand. Nach Wand? Welche Wand? Aber Wand mit Tapete oder so. Zum Glück hat Mama uns Pausenbrote gespielt. Sieht ehrlich so aus, als ob wir so in Amerika. Ey, wir haben gesagt, wir sollen Amerika, da sofort das hin. Level. Das ist Australien-Level, das ist Sydney-Level. Ey, die meinten, wir sollen da sofort hin. Ja, aber die haben die Rechnung ohne dein Bowl gemacht. Du hast recht, man muss auch in Ruhe essen, ne? Also sonst geht ja auch gar nichts. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Erst in 3 Wochen. Ich finde, das ist so krasse Technik, ne? Man macht das. Da sieht man sogar, dass das meine ist. Oh, krass. Let's go. Unsere Flugzeugtickets sind echt schön. Ne? Hier sogar mit so Härten und so. Die schauen echt lauf, Alter. In 10 Minuten müssen wir eigentlich ins Flugzeug rein. Aber wir brauchen noch Snacks. Die warten schon auf uns. Glaubst du? Klar. Boah, hier gibt es auf jeden Fall auch so Wurst, Brezeln, Croissants ist geil. Boah, geil. Noch mehr Brötchen. Wir haben wirklich nicht viel gekauft. Wir haben jetzt schon insgesamt 60 Euro für Essen am Flughafen ausgegeben. Oh mein Gott. Ja, let's go. Leute, ich muss sagen, dieser Mensch ist sehr kreativ. Das ist so krass. Das ist so geil. Ich finde das richtig geil. Shoutout an dich. Shoutout an deine Eltern. Die Schlange ist so unnormal lang. Und es geht wirklich bis da hinten hin. Und boah, eigentlich wollten wir um 9.30 Uhr losfliegen. Ich glaube, in 17 Minuten wird das hier alles nichts. Aber wir haben ja Zeit. Wenn wir nicht mal Stress mit Singapur umstehen. Wir haben vorhin, ne, dieser Typ, der da... Moin, ne? Red du mal und ich mach's, was wenn ich rede. Dieser Typ, ne, den der da vorhin getroffen haben. Boah, da hatte ich gerade kurz einen Hustenanfall. Der Typ auf jeden Fall, der hat jetzt sein Visum bekommen. Der fliegt jetzt hier auch mit. Und ja, das Ding ist, der meinte, Singapur hat den schönsten Flughafen der ganzen Welt. Du versuchst es nicht mal, Alter. Ich hab Flughafen. Das ist und wie fandet ihr unseren Gag? Schreibt mal in die Kommentare, wir haben den einstudiert. Hier Passengers. It's raining man. Hallo Julia. Hi, wie geht's dir, Julia? Merry Chrysler. Freunde, we go now into the plane. We have no plan, aber we have a plane. Are you ready? Yeah, man. Ich weiß gar nicht, deswegen glaube ich noch gar nicht bereit. So, die letzten 15 Minuten waren so die stressigsten, weil... Dankeschön. Wir vloggen gerade, wir drehen gerade noch YouTube-Video und wir machen gerade noch ein Reel. Und dann müssen wir auch noch versuchen, alles in time so zu managen, was eh schon stressig ist. Aber danke. Gerne, man. Ich hab ein bisschen lernen. Scheiße. Was geht ab, Mann? Wir sitzen im Flieger. Man hat hier gar kein Netz, man hat hier nichts, man hat hier Flashlight. Das Flugzeug ist auf jeden Fall sehr groß. Wir sitzen in der Mitte. Wir sitzen einfach wieder genau da, wo wir auch nach Amerika saßen. Boah, ey, das Flugzeug ist unnormal groß, ne? Da geht's noch weiter. Wir haben richtig geile Snacks. Was snacken wir? Wow, das wären wir sowas von Sharing. Was ich unnormal an dieser Airline feier, die Karte. Man denkt, das ist so ein Mandala oder so. Ich liebe ja so Essen und so Sachen, die eigentlich kein Gesicht haben, wenn die dann ein Gesicht haben. Wir dachten, man kann hier gar nichts zu essen und so kaufen, aber eigentlich gibt's hier schon so ein paar Sachen. Aber das sieht auch nicht so geil aus. Aber was wir unnormal, wow, amazing hier finden. Das ist geil, das würde ich auf jeden Fall. Das hier von den Farben, weil das einfach unnormal geil ist mit dem Blau, mit dem Grün. Mit dem Dings, mir zu viel Tamtam. Hier kann man einfach eine Bildanalyse von der Speisekarte machen. Und weißt du, was das Geile ist? Also das kostet ja 4 Dollar und das kostet 5 Dollar, ne?
Wir haben genau 10 singapurische Dollar. Weil das sieht aus wie Mero halt, aber aus Singapur, ne? Ey, Leute, wollt ihr mir sagen, dass das die Hälfte von dem Schokokuss war? Das ist auf jeden Fall die Hälfte. Das, das hatte nämlich Hälfte. Eine ganz komische Form. Das du lachst so, voll die Scheiße. Das war so irgendwie so trapezförmig. 12 Stunden, ne? Was machen wir? Ich habe was vorbereitet. Soll ich dir zeigen? Das ist eine Überraschung. Zu drei? Ja. Okay, das ist für uns zum Spielen. Wie geil ist das? Kannst du nicht, was das ist? Du wirst es gleich herausfinden. Ist das so ein Tamtam-Spielzeug, nur wo andere Leute gesetzt werden können? Mm-mm. Sieht irgendwie stark danach aus, dass hier oben was reinkommt und man das irgendwas mit dem Mund macht. Was ist denn der Sinn da dran? Du kriegst es auch. Es gibt keinen Grund, warum etwas so gut verpackt sein muss. We're flying. Unsere erste Amtshandlung hier in dem singapurischen Flugzeug. Wir werden jetzt in der Großflughafen. Was möchtest du trinken? Ich möchte auch einen Kohl. Auch ein? Dann, ja. Okay, dann haben wir unsere 10 Dollar aufgebraucht. Dann ist unser Reisebudget aber auch ausgeschöpft. Schnell. Wie kostet das in Deutschland, das Geld? Das hast du dich noch gar nicht gefragt, oder? Was schätzt du, wie viel Geld ist das in Deutschland? Man hat gar kein Gespür dafür, ne? Und? 10 Singapur-Dollar. Ich denke, das müssten so 7 Euro sein, ja. 6 Euro. Beep, beep. Ist das mein Bestie in einem TR9 Lufthansa-Flugzeug? Hey, ich meine, das ist mal ernst, ne? Es ist chillig, ne? Wir können ja ehrlich gut schlafen, oder? Ich will Karten spielen. Oh, geil! Dieses, das mieseste Battle damit, ne? Also bisher ist Adrian ganz weit vorne mit 18 Punkten. Ich hatte nur 8, aber ich werde dich noch schlagen. Voll geil, ne? Das ist relativ leise. Ich habe das Gefühl, nur wir in der Reihe hier hören das. Das war doch voll Spaß, Mann. Das ist geil, ne? Ich wollte mal so ein Video machen mit dir zusammen, wo wir so ganz viele Mini-Sachen testen. Und das war eine Sache daraus und ich dachte mir, egal, ich nehme einfach mal eine Sache mit. Haltung im Flugzeug und es gibt halt unnormal viel, ne? Ich glaube, wir müssen die ganze... Oh mein Gott, es gibt einfach auch Dr. Biber Gravel in Mini. Das Ding ist, die ganzen Sachen, ich kann das nicht mit meinen Fingernägeln machen. Retirement is very excessive right now. Was heißt das? Was? Was heißt, the retirement is very excessive right now? Steht das? Ich weiß nicht, hatte ich gerade in meinem Kopf. Einfach random Sätze formulieren. Ey. Was heißt es, wenn ich sage, das Rentenniveau ist sehr bläulich angehaucht? Gib mir jetzt eine Stulle. Sonst kannst du gestullen bleiben. Stullenstößchen? Ja. Boah. 346 Minuten Spende. Jesus Christ, wie geht's dir? Müde, aber. Müde? Das sieht hier jetzt aus wie ein dickes Autoscooter. Es sieht aus wie auf dieser Regenbogenstrecke von Mario Kart. Oh mein Gott. Bami, oder? Normal. Alter, was geht ab, Mann? Shit. Ey, wir sind angekommen. Heil haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, ne? Also, sei mal ehrlich, wie viele Stunden hat sich der Flug für dich angefühlt? Locker 7. Ja, 7, aber nicht 12, oder? Geil, ja, Alter. Erst mal Mama schreiben, dass ich angekommen bin. Das ist halt wirklich sein Ernst. Ja, wir kommen jetzt erstmal hier an. Es ist voll heiß, oder? Das ist wirklich warm. Guck mal, da stehen oben die Dinger. Vancouver, Sydney, Melbourne, wo willst du hin? Sag mir, wo willst du hin? Nach Sydney. Hier, Johannesburg. Nach Sydney. Ja, okay, lass nach Sydney. Aber guck mal, wie viel ist nach Sydney? Wir müssen nach Terminal 3. Nein, und sie stehen doch tschechisch drauf, man weiß nicht, wie wir losfliegen. Ich check diese Dinger nicht. Das sieht aus wie Bowling, Digga. Dieser Romeo hat 205 Punkte gemacht. Ey, wir müssen zu Terminal 3, ne? Bleib hier, ich gehe nirgends. Nein, komm, wir sind bei Terminal 1, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich bin alleine nach Australien. Bleib in Malaysia. Sei Malaysia. Heißt du Malaysien oder Malaysia? Malaysia. Ey, wir machen hier die ganze Zeit gerade Abstecher. Und der Kaktus hat ja auch, sticht ja auch, ja. Wir wollen hier nämlich in so einen Kaktusgarten. Was ist das? Das ist die kleinste Rolltreppe meines Lebens. Passt du hier drauf? Oh mein Gott, ey, wirklich, die ist ja so klein. Wir waren gerade bei Starbucks, wir testen jetzt hier gleich diese ultra-freshen Cold Brews. Sind da jetzt eigentlich nur Kaktussen oder was ist da vorzufinden? Ey, wenn es da jetzt auch so heiß ist. Oh mein Gott, es ist so heiß. Scheiße, ich kann nicht atmen. Macht einfach eure Augen zu, dann seht ihr genauso viel, aber das sind auf jeden Fall viele Kakteen. Ey, wir sind so durch, ne? Wir sind gerade so lange hier durch diesen Flughafen gegangen. Ich glaube, wir sind gerade wirklich 3 Kilometer oder so einfach straight up gegangen. Jetzt haben wir was zu essen gefunden. Wir haben beide so Hunger. Also wirklich, das mit dem Essen ist komplett durcheinander. Wir wissen gar nicht mehr, wie viel und was wir richtig gegessen haben, weil die Uhrzeiten so ganz durcheinander sind. Aber wir haben jetzt hier so einen thailändischen Stop hier gefunden. Der Look ist auf jeden Fall schon mal eine 15 von 23. Was mich am krassesten anspricht, nämlich, oh mein Gott, ich könnte verfeuern. Also das sowieso spricht mich an. Ich weiß nicht, es ist zwar gerade irgendwie 6.48 Uhr, aber ich habe schon Bock jetzt irgendwie auf sowas Richtiges. Voll geil, Alter. Voll Bock auf so ein Partei. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe auch richtig Hunger, Alter. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, irgendwie bin ich voll, aber irgendwie habe ich auch Hunger. Hunger. Das ist es, Leute. Das ist der Traum meines Lebens, ne? Thai Iced Milk Tea. Und ich habe Adrian schon so oft davon erzählt und er weiß nicht, was das ist und ich zeige ihm das jetzt. Ey, das hier ist dieser Thai Iced Tea, von dem ich dir schon 500 Mal in meinem Leben erzählt habe. Und ich schwör's dir, das ist das leckerste
Getränk. Warte. Nein, das ist gar kein ACE-Saft. Okay, bitte try it. Oben. Mit so Dings, wo es kalt ist. Was sagst du? Eigentlich müsste ich selber erstmal probieren, ob das so wirklich so schmeckt, wie ich das in Erinnerung habe. Krass, wenn du dich so an den Mund hältst, dann ist das das Leckerste, was du jemals getrunken hast. Das wird dir wirklich schmecken. Wirklich? Ja. Ich glaub dir irgendwie nicht. Oh mein Gott, das ist krass. Mir geht's ganz schlecht. Man denkt einfach, wir essen in einem Casino. Das ist wirklich so übertrieben scharf. Ja. Es ist schon scharf, aber jetzt noch nicht so krass, oder? Boah, dieser Teil ist ja. Das ist schon wirklich sehr scharf, oder? Das ist sogar für mich voll scharf. Ich habe nur. Ich dachte, das heißt Chill Basil und nicht Chili Basil Minz. Was geht ab, Freunde? Ey, wir sind so am Arsch, ne? Wir sind richtig am Arsch. Bist du auch so am Arsch? Wir sind am Arsch. Schon, Alter, aber irgendwie ist es auch chillig, ne? Ey, ich hab. Das Komische ist mein Hungergefühl. Ich habe die ganze Zeit Hunger, obwohl wir eben Fett gegessen haben, so. Keine Ahnung, was hier los ist. Boah, Fett Augentropfen, Alter. Hier steht schon unser Flugzeug bereit. Unser Zeugflug. Ey, wir haben keine Ahnung die ganze Zeit, ob unser Gepäck direkt weiter transportiert wird. Und Adrian fragt jede Stunde einmal, bist du dir sicher, dass unser Gepäck weitergegeben wird? Und nein, ich weiß es nicht. Ey, oh mein Gott, wir müssen noch wirklich jetzt 8 Stunden, ne? Das ist eigentlich nochmal genau das Gleiche. Das ist wirklich krass. Ja, weil nein, geht, Alter. Wir sind 12 Stunden geflogen. 8 Stunden ist schon wesentlich weniger. Das sind 4 Stunden weniger. Die Hälfte von dem, was wir jetzt fahren, weniger. Krasser Satz. Also ein Drittel weniger. Ich geh nochmal über den Satz nachdenken. Am Ende, ne? Wirklich dieser Flug. Wir haben sehr viel geschlafen eigentlich. Was, glaube ich, nicht so gut ist, weil wenn wir jetzt ankommen, ist es 8.50 Uhr. Das bedeutet eigentlich Schlafenszeit. Boah, ich habe so Verdauungsprobleme, ne? Es ist richtig schlimm. Aber ich bin schon richtig aufgeregt jetzt, ne? Ich bin jetzt richtig aufgeregt, weil wir jetzt einfach halt 25 Stunden unterwegs sind. Und jetzt sind wir angekommen. Ja, das ist wirklich krass, Gott, ne? Ich bin voll aufgeregt jetzt. Ich hatte das auch letztes Mal, als wir in Amerika gelandet sind. Weißt du, ich war dann einfach aufgeregt, aber ich freue mich einfach unnormal. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, unsere Koffer sind da. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht. Dein erster Step, Alpha? Noch nicht auf australischem Boden. Der ist nicht so aus Singapur hier, oder was? Nee, ich, nein, der ist schon hier, aber das ist ja noch kein Boden. Wie war der Flug? Boah, der Flug war sehr, also sleepy. Wir haben viel geschlafen eigentlich. Boah, das brauchen wir auch kurz. World Class Net? Ja, das brauchen wir. Ich bin so aufgeregt gerade, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie, ich kann es gar nicht glauben. Ey, wirklich so eine lange Reise, ne? Wir sind wirklich jetzt seit 30 Stunden unterwegs, ne? Seit fucking 30 Stunden. Wir haben ja auf jeden Fall für die ersten 5 Tage hier in Sydney ein Hotel. Wir sind einfach wirklich da. Ich kann es nicht fassen. We did it. Yeah, now it's you, Narita. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal ausmachen. Hier sieht es auch so in Amerika aus. Ja, wollen wir erstmal ausmachen? Ja. Okay, bis gleich. Wir haben es geschafft. Wir sind drin. Unsere Pässe wurden kontrolliert. Und es beginnt auch direkt. Das Kofferband bewegt sich. Es geht in Bewegung ein. Oh. Und das bedeutet, wir werden jetzt... Das heißt, wir gehen in die andere Richtung, ne? Aber wo kommen denn die Koffer raus? Was meinst du? Ich habe... Nein, von da. Ja, das ist unser. Stabil. Jetzt draußen, weil der ist einfach nass. Das ist ein erstes Indiz für das Klima hier. Ob es 30 oder 20 Grad sind. Ich glaube, es sind 30. Nein. 30 Grad. Guck mal jetzt nach. Los, es geht um ein fettes Essen. Jörg Kachelmann, was sagst du dazu? Los, Adrian Kachelmann. Kein Internet, kann ich mal Mama anrufen. Mama, ich bin angekommen. Es sind 20 Grad. Ey, es soll aber richtig, ne, so regnen und so die nächste Zeit, ne? Ich hab ein bisschen... Oh Mann. Ich schwöre, ich habe damit geplant, dass ich wirklich, ne, hier Sommer, Sonne, Strand und Meer habe. Wir fahren einfach dahin, wo so ist. Wir haben unsere Koffer. Alles toll. Wir haben alles, ne? Geil, wir haben alles. Geil. Let's go. Okay, wir gehen jetzt raus. Unsere erste Luft, die wir atmen. Kommen Sie mit. Ey, wir haben es geschafft. Oh mein Scheiß Gott. Jackson. Herzlich willkommen. Hey, siehst du, es sind nicht 30 Grad. Es ist voll die chillige Temperatur, ne? Es riecht nach einem ganz bestimmten Geruch. Ja, nach Grill. Ey, es sieht schon so geil aus. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach ins Hotel. Ich sag dir ehrlich, ne? Du weißt jetzt so mit links Spinnen und so. Ah, nein! Okay, wir sind da. Ich glaube, wir sind relativ weit weg von der Stadt, aber ich wollte so ein chilliges, so ein schönes Apartment holen, was auch so groß genug ist und so. Das ist wie so eine Wohnung. Und dann, weißt du, kann man da so drin chillen. Smack that home. Ey, Halleluja! Hallo, Julia. Ha, Mann. Ey, hast du Hunger? Gibt's hier Flink? Komm, lass uns jetzt das mal gucken. Endlich sind wir da. Ich kann es nicht fassen. Okay, wir haben Zimmer 202. Hä? Glaubst du, die Zimmer sind groß? Weil hier sind nur so 3. Welcome to our Wohnung, ey. Wir haben sogar eine Küche und so. Ich dachte, das wäre voll cool. Freunde, wir haben uns nochmal auf den Weg gemacht und sind nochmal hier in die Stadt gefahren. Nach Surrey Hills, angelehnt an Sunny Hills. Ein Song,
deswegen sind wir hier, deswegen stehen wir hier. Ich bin echt K.O., ne, muss ich sagen, Alter. Deswegen, ich habe so voll viel Adrenalin und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich gleich schlafen werde. Aber ich bin schon müde. Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Du brauchst echt viel Vorstellungskraft. Ich sag ehrlich, ne, ich könnte jetzt einschlafen so. Mach mal. Ich weck dich ja auch. Nee, nein, das ist scheiße. Ich weck dich, wenn die Pizza da ist, weil wir holen uns jetzt... Pizza! Ey, ich bin K.O. Ich bin okay. Geil, ey, alles ja. Ansichtssache, ne? Alles eine Perspektive. Alles ein Perspektivwechsel. Hallo, hallo, Dicker, warum kriegst du mal Babsi? Babsi! Viel Geld für diese Dings bezahlt, für diese Pizza, ne? Das war aus Versehen. Wir haben gerade $40 bezahlt für zwei Pizzen. So reingeschissen. Hä? Reingecheased. Ja, ich hoffe, das ist auch reingecheased und da ist viel Käse drauf. Wir brauchen mal ein Währungs. Also das ist locker 35. Nein, glaubst du? Ja, denkst du weniger? Ja, safe. 32? Nein. Ich denke über 30, mit 20. Safe. Ah, nee, stimmt. Irgendwas mit 30. Was ist bei dir gelaufen in der Umrechnung? Ey, das Wetter ist so geil. Ey, unnormal. Zeig mal aus dem Wetter nochmal. T-Shirt-Wetter. Krass. Hey, lol, es waren 25 Euro. Das ist aber strange, oder? Es ist doch nicht so krasser Umrechnungskurs, doch, oder? Doch, schon heftig. Aber dem klärt gerade, dass diese Pizza schneller kommt. Ich habe so Hunger, ich kann das nicht fassen. Meine Verdauungsprobleme haben sich jetzt auch schon wieder ein bisschen gelöst. Deswegen kann ich wieder was essen. Boah, ich bin wirklich ein bisschen fertig mit der Welt. Aber ich freue mich unnormal hier zu sein, endlich. Und ich bin sehr gespannt, was die nächsten 3 Wochen so passiert. Habe ich gerade ein Eichhörnchen gesehen? Was war das für ein Tier? Wie geil! Die haben da jetzt irgendwas verkauft. Oh Gott, danke schön. Wow. Ey, wie geil. Oh mein Gott. It's cheesy, it's crusty der Clown. Alles Gute. Alles Gute. Geil, man, endlich eine warme Mahlzeit. Wurde auch Mahlzeit.